Ja, guten Morgen YouTube. Heute für euch mal wieder ein kleines Kurzvideo. Und zwar geht's in dem Fall wieder um den E60 535 Diesel. In dem Fall geht's ums Abgasrückführventil, auch genannt AGR, wie es der Name schon sagt. Dieses Bauteil sitzt hier bei 525D, 530D, 535D, 335D, 330D. In den X-Modellen, einfach wo dieser Motor verbaut ist, sitzt das AGR immer gleich, direkt vorne an der Ansaugbrücke, wenn es ein mechanisches AGR ist. Bei anderen Fahrzeugen sitzt es natürlich nicht dort, sondern je nach Bauart, je nach Motor halt verteilt. Da müsst ihr euch dann dementsprechend einfach informieren. Bei dem Auto ist es relativ einfach, das AGR zu tauschen. Wird oftmals verschmutzt oder dreckig. Deswegen ausbauen und reinigen. Gibt nicht viel zu sagen. Nummer 1 haben wir hier eine Schelle. Die Schelle sitzt hier, Verbindung zum AGR-Kühler, also Abgasrückführkühler. Der kühlt quasi die Temperatur, da läuft mehr oder minder Kühlwasser drumherum und wird dadurch runtergekühlt. Kommen wir schon zum AGR selber. Wir haben hier einen Stecker. Einfach den Stecker abziehen. Wir haben hier drüben, das seht ihr jetzt nicht, da müsste ich die Kamera mal kurz mitnehmen. Das machen wir jetzt auch. Nehmen wir die Kamera mal kurz mit. Wir haben hier drüben einen Unterdruckschlauch, der sitzt hier. Den zieht ihr einfach ganz vorsichtig ab. Der Unterdruckschlauch steuert die Dose, die quasi steuert, wie viel Abgase zurückgeführt werden. Ja, warum man das macht, ist ganz klar, geht einfach darum, den Ausstoß zu vermindern. Und wie kann man das natürlich am besten machen? Ja, in dem Fall nimmt man natürlich alte Abgase und führt die den neuen zu. Ja, wir haben eine Vermutung, dass das relativ stark verdreckt ist. Das ist eine Krankheit. Dazu müssen wir es ausbauen. Sind 4 Imbusschrauben, in dem Fall ein 5er Imbus. Und dann sind es quasi 4 Schrauben. 1, 2, Unterseite, Unterseite. Man kommt an eine relativ schlecht hin, aber mit ein bisschen Geschick ist das kein Problem. So, machen wir nochmal eine. Die Drehmomente nachher wieder zum Anziehen. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, es sind 15 Newtonmeter. Könnt ihr aber, wie schon gesagt, euch wieder bei BMW informieren oder ja, in diversen Foren. Und dann passt es. So, die unteren habe ich schon gelöst für euch, dass es für euch ein bisschen schneller geht. Das heißt, das AGR wäre jetzt soweit lose. Jetzt gehe ich ganz vorsichtig hin. Jetzt habe ich es hier. Und ihr seht jetzt schon hier, wie viel Dreck in dieser Ansaugbrücke ist. Und ihr seht hier, wie viel Dreck hier drin ist. Ja? Kurze Erklärung zum Ventil selber. Unterdruck zieht hier an. Hier drinnen geht das Ventil auf, Unterdruck zieht an, Ventil geht auf, alte Abgase werden zugeführt. Hier Frischluft, hier Abgase zugeführt, geht dann quasi in die Ansaugbrücke. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hin und nehmen auf jeden Fall mal ein bisschen Reiniger. Ihr seht, es ist ja alles verkrustet. Wenn sowas natürlich reinfällt und durch die Ansaugbrücke durchkommt, ist es natürlich definitiv nicht gut. Ja, das heißt, da kann man auch Schäden verursachen oder es können Schäden passieren. Deswegen sauber machen, reinigen, nicht einfach stilllegen, weil das bringt jetzt im Endeffekt gar nichts, weil die Verkuckungen, die hier drin sind, die gehen durch das Stilllegen nicht raus. Durch das Stilllegen, wenn man hier aussteckt, ist es einfach nur so, dass nur Frischluft kommt und keine alten Abgase zugeführt werden. Aber dieser Dreck hier drin kann sich trotzdem lösen. Das heißt, sauber reinigen, sauber putzen. Wenn es dich nicht putzen lässt oder nicht alles rückstandslos entfernbar ist, dann muss man in den sauren Apfel beißen und eben ein neues einbauen. Ganz wichtig. Ja? Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im neuen Video. Ich wünsche euch ein schönes und erholsames Wochenende, denn wir haben heute schon Freitag. Ja, bis bald. Ciao.